Erfahrung, du bist auch, ey. Ja, was denn sonst? Warte mal, ich muss noch ausprobieren. Weil wir ihn schon im Krieg. Du kannst sie hier voll anhauen, dann gehen die so auseinander. Okay. Das hast du nicht gewusst. Wo warst du im Krieg? Willst du verarschen? Weil wie lange es gedauert hat. Was du von Scheiß erzählen musst, ah, Alter. Im oder. Krieg. Ja, ich hab dem Diablo immerhin schon entgegengestellt. Wem, wo? Ja, hier. Kannst du dich schnell dran erinnern. Ich schon. Ha! Eingebildet. Naja. Ah, so, die Mantra, das ist jetzt das, was mich interessiert. Was haben wir sind doch überhaupt noch nicht so weit. Na, dann mach halt. Kampf an. Was haben wir denn hier? Warte, ich bin schon wieder zu weit. Leck mich doch. Auszuweichen, das finde ich gut. Nee, damit haben wir schon alles, was ich brauche. Ja, jetzt hast du dann mal ein zweites Passiv reingenommen, obwohl du den zweiten Passiv-Slot hast. Ja, das will ich gerade machen. Ich habe noch drüber nachgedacht, was machen wir hier? Beim Führen zweier Waffen erhaltet ihr eine Chance von 15%. Das finde ich gut. Ausweichen ist immer gut. Zusammen mit dem Mantra ist es schon nicht schlecht eigentlich. Trotzdem ändert es noch nichts daran, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir das hätte machen müssen. Doch! Nee. Klar, du warst eben beinahe tot. Dann habe ich jetzt so viel Angst bekommen, definitiv, dass ich es gleich umstellen wollte. Oh je, yeah, mehr Erfahrung. Als ob das nötig hätte. Kampferfahrung. Hä? Kampferfahrung. Wie Kampferfahrung? Mehr Kampferfahrung. Ja und? Ja. Kampferfahrung. Check schnell. Macht gar keinen Sinn, zu doof. Ja klar, Kampferfahrung. Erfahrung oder nicht? Nein, Kampferfahrung. Ja, Scheißdreckserfahrung. Okay, wenn du dabei Erfahrung kriegst, soll es mir recht sein. Solange wie ich schon im Block habe, kriegst du da jede Menge Erfahrung. Vor allem kriegst du auch Buch-Erfahrung mit. Lesen bildet. Kann ich empfehlen. Was macht der denn da für ein Zeug? Sehe ich nicht für Pornoheftchen. Was macht der denn da? Ich weiß es doch nicht. Warum stimmt der nicht? Was ist das für eine Hülle auf dem Boden? Warum habe ich jetzt HP verloren? Weil du reingelaufen bist. Ich habe mich überhaupt nicht bewegt. Das Problem war, ich bin stehen geblieben. Ja, ist so, Mann. Oh Mann, guck dir den Scheiß hier mal an, was hier alles kommt. Nur Hülle. Ja, das ist das mit den Chuckenkack, ey. Ja. Das merkst du ja jetzt erst. Das können ja nicht. Ja, trotzdem nerven die mich. Ja und? Guck dir's an, wie ihr jetzt schon wieder verstecken wollt. Oh ja, ich hab hier eine blaue Puppe, die mag gestellt mit Rückstoß und so weiter. Ja und? Ich hab's auch Rückstoß und so weiter, die haben das für eine Fähigkeit. Die sind auch blau, also wenn das keine Fähigkeit ist, weiß ich nicht. Freu mich ja schon auf den Boss. Nicht schnell. Vor allem den dritten Akt, das ist meiner Meinung nach der beste. Ja, der dritte Akt ist schon geil, fragst du, ob wir da hinkommen. Ja, wie schon. Ah! Jetzt sterbe ich ganz bestimmt. Kannst du dann das Let's Play alleine weitermachen? Ja. Ich sitze dann hier und lach nur die ganze Zeit. Genau. Haha, du benutzt mir richtig. Jetzt so, Holger. Das wäre voll entspannt, ohne Scheiß. Das will immer machen. Du spielst in Zukunft jedes Spiel auf ultra schwer und ich gucke immer nur zu und sag, hahaha. Was du, das kannst du besser. Wenn du sagst, dass ich Standard war, ich spiele hier. Genau so muss man es machen. Nächste Woche kommt ja Harvest Moon raus, ne? Für den 3DS, ja. Ja, New Beginning irgendwie. Da, ist, ja. Da kommt alle paar Wochen ein neues Harvest Moon raus, kommt mir jetzt vor. Da gab es irgendwie Geschichte zweier Städte oder so ein Scheiß letztens, erst neu rausgekommen für 3DS oder was. Und jetzt kommt auf einmal New Beginning, ey. Ja, so ist es halt, wenn es gekauft wird. Ja, ich meine, ich finde es ja nicht schlecht, aber ich finde es halt scheiße, dass es nur auf Handheld immer so viele Teile gibt. Muss mal wieder echt einen Konsolenteil geben und dann in Schick oder so. So ein Harvest Moon mit Ni No Kuni Grafik oder so, das wäre geil. Ah ja. Wo müssen wir denn hier rum? Keine Ahnung, du bist wahrscheinlich wieder mal im Kreis gelaufen. Selbst wenn? Kreislaufen gut. Ja, genau. Vielleicht gut für den Kreislaufen, aber auch nicht. Hier müssen wir nicht rum, ne? Ne, wir müssen da unten irgendwo rum. Nee, wir müssen hier rum. Oder? Da haben wir bei den Dingen den geholt, den Schrein. Weißt du nicht, warum du den nicht geholt hast? Warum ich? So, du bist da vorbeigelaufen. Wir müssen beide dran vorbeigelaufen sein. Das geht gar nicht anders. Wenn er nicht dran vorbei, gesalto. Ah ja, gesalto. Ja. Wir sind erschlagen und so. Hier müssen wir rum. Ach, kannst ja nicht mal hochlaufen. Oh, was trotzdem hat er schon nie gesehen. Ich kann ja fliegen. Ha!
kannst irgendeinen komischen Scheiß. Bist du eigentlich unverwundbar, während du die Rolle machst? Nö. Glaub nicht. Ist doch blöd. Ja, nur weil du immer unverwundbar sein willst. Das hat ja damit nichts zu tun. Du rennst dich in eine Sackgasse rein. Das wäre für mich die logische Konsequenz. Ich guck doch nicht auf diese Smart Map. Die ist nicht smart. Ja, deswegen guck ich immer hin. Achso. Also ist die Karte für Leute wie dich gemacht worden. Mhm. Die dumm durch die Gegend rennen und irgendwann auch Zufall den Questpunkt finden. Ja, das ist hier doch auch der Sinn der Sache. Du rennst hier rum, du haust alles tot, wenn da nichts mehr da ist, bist du falsch. Du musst immer den Gegnern nachlaufen. Mehr musst du ja machen. Du musst überhaupt nicht wissen, du musst nicht zuhören, du musst nichts lesen. Es reicht fast, wenn du einfach nur X drückst. Im Prinzip schon, ja. Du brauchst ja den linken Stick. Diese Ausweichrolle, die vorher so hoch berühmt worden ist, im Vorfeld, brauchst du auch nicht. Nee, definitiv nicht. Macht keinen Sinn. Ja, tolle Wunsch. Ja, immerhin kommen wir jetzt weiter zu unserem Liebling. Also, weil ich meine, so ich jetzt an meinen Fähigkeiten ist die Ausweichrolle kurz. Auch nicht. So, was gibt's denn hier? Das ist Quatsch, das behalten wir. Schnellfeuer haben wir eine neue Rune. Da habe ich gerade nachgeguckt nach neuen Runen. Schnell für langsam ist mir egal. Okay, das ist ganz cool, das ist die Dauer. Behalten wir mal lieber das. So unnötig ist die Rauchwolke bis jetzt noch nicht gewesen. Gegner zurück und betäubt sie, das ist ja cool. Das ist auch geil mit Schießfeuer schon. Ist es dann permanent, wenn du rumläufst, dass du immer schießen kannst? Nee, das ist oder? Nur, wenn ich den Salto mache. Das ist blöd dann. Ich denke auch, dass das Zurückschlagen eher wichtig ist, auf wie schon irgendwas reinrollt. Ja, aber mit dem da hinten, mit dieser Dämonenform. Ja. Dann machst du doch mehr Schaden, oder? Das hier meinst du? Ja. Ja, dann mach ich, wenn du durch Live Leech hast. Ach so, okay. Brauchst du aber ja noch nicht. Mhm. Das wäre auch cool. Das ist so, ganz gut mit dem irgendwie. Ich hätte gerne ein Pet oder sowas, gab's da auch. Sicher? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Also entweder so ist eine Krähe oder so, ne? Gefährte. Spinne, die angreift, das ist nicht so geil. Stachelfaller macht, glaube ich, Schaden. Gab's denn da noch? Irgendwas Gutes gab's da, glaube ich, bestimmt noch. Muss auch noch mal kurz nach Runen dann gucken. Hm. Und du musst deinen zweiten Passiv auch dann anschauen. Ja, ich weiß. Ich denke an sowas. Ah, hier, den Inventarfall wollte ich ja aufs letzte Mal schon reinnehmen. Ist das nicht das, wo du eh drauf gewartet hast? Ja, nehmen wir den jetzt mit rein. Okay, das hier war, glaube ich, das... Was ich nicht verstehe, ist, warum kann ich denn einen Passiv mehr auswählen? Also, das hier ist der dritte. Den kannst du übernehmen. Nee, ich meine von denen. Ich kann schon den ersten auf der zweiten Reihe. Ja, weil das ja mit anderen Leveln unterschied ist. Ach so. Ich meine erst mit 25. Ich habe gedacht, das wäre schematisch eh dasselbe. Nicht wirklich. So, dann gucken wir erstmal hier nach. Was können wir denn? Nee, das wollen wir nicht. Gucken wir jetzt den hier an. Feuerwalze. Erhöht die Distanz? Nee, das will ich auch nicht. Gucken wir uns das hier an. Da könnten wir jetzt sogar mal was machen. Werdet ihr geheilt? Warte mal. Das ist gut. Können wir das runter? Genau, immun kann man dadurch werden. Das ist genauso, wie ich es haben wollte. Das brauche ich nicht unbedingt. Deswegen ist das hier besser. Wenn du es sagst. Das ist gut. So, wir wissen, wie du deine Spielweise anpassen willst. Hier können wir gucken. Erhöht die Heilung von Odem. Finde ich Heilung besser, ehrlich gesagt. Alles, was uns beim Überleben hilft, ist gut. Das lassen wir. Aber es gibt jetzt ein... Das ist ja geil, Rüstungsbonus wird ja immer besser. Schon klar. Nee, hab ich ein Level abgehabt oder was? Nee, so kommt's mir du hast vor. Nur die Rune jetzt das freigeschaltet. Irgendwas. Wie, das muss ich mit dem Level abgemacht haben oder nicht? Kann ja mit irgendeinem, weiß nicht, ob es jetzt mit dem letzten war oder nicht. Mhm. Ich glaube, jetzt kommen wir erstmal mit einer Sequenz scheinbar. Ihr seid von Verrat umgeben, Mädchen. So eine Alibi-mäßige. Also ich muss sagen, das sieht schon hässlich aus, ja. Irgendwie schon, ja. Stimmt schon. Gleich. Nur noch ein bisschen. Guck dir mal den Skorpion an. Ey, die sind immer die besten Viecher, die ich da auch frei, einfach mal durch, das komische Ratten und Skorpione und keine Ahnung, was denn alles. Ja.
Ah, da ist er unser Freund, der Zuldon Ghul. Nee, warte mal, ich muss mal drüber nachdenken. Nee, jetzt hören wir auf. Also, jetzt muss ich kurz auf Aufhören klicken. Ja, schon klar. Ja, ich mag den Encounter einfach nicht. Ja, aber warum denn? Der kann doch gar nichts. Der hat aber zwei Typen dabei. Und der kann diesen Wirbelsturm machen. Okay. Nur weil er zwei Typen dabei hat. Und einen Wirbelsturm. Hast du nicht zugehört? Und der ist selber ja auch noch da. Sind ja, quasi 3 gegen 2. Oh mein Gott. Der wird uns bestimmt töten. Wie lange wappnet der denn? Der hat halt viel zu sagen. Wenn du die halbe Zeit tot gewesen wärst, würdest du danach 8 die Chance nutzen. Der hat auch die ganze Zeit schon Scheiße erzählt. Das ist auch seine Aufgabe. Hast du gefragt? Oh. Was hast du da gemacht? Das ist mein Inventar frei. Glaube nicht, das Inventar. Ach so, ich kann mich erinnern. Sehr gut, sehr gut. Jetzt macht er diesen Stein da voll mit Energy. Guck dir doch an, wie golden die Scheibe blinkt. Der Seelenstein kann man. Bin ich schon böse gucken mit dem Scheiß Gelabere, Mann. Ja, Rune im Gesicht. Bla bla bla. Null halt. Ich will die töten jetzt, damit er nicht fertig ist. Der zeigt immerhin sein Zepter. Das Problem an der Sache ist, ich habe so lange Angst, bis es losgeht. Oder fertig ist. 1, 2, 3. Wenn du tot bist, hast du auch keine Angst mehr. Klar. Oder wieder runtergehen. Guck mal, der zweite auch da. Oh, guck mal, der Boss schon fast tot irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, muss gerade mal überlegen. Was ist denn bei dem Boss tot? Ich hab doch irgendwie ein Skill gelernt. Ach, oh, Dreieck. Wo ist der hin? Oh, toll, ich hab keine rausgefunden, wie ich Dreieck benutzen kann. Das ist doch nochmal. Das ist doch kacke. Ja, irgendwie war das ein bisschen. Das war, ich hab mich auf mein Inventar konzentriert, Mann. Also auf meine Skill-Leiste eben gerade. Der war schon irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen zu gleichwertig. Das war ja, und ich hab Angst davor gehabt. Ja. War mir von vornherein klar. Mhm. Ich wollte nur die Spannung erhöhen. Ja. Damit es jetzt noch lächerlicher aussieht. Es ist uns gut gelungen, glaube ich. Der konnte ja gar nichts, ey. Das war peinlich. Vor allem, der kam von der schießt auf den fetten Kerl. Auf einmal kommt der raus und ist halb tot. Ich denke mir, was geht denn da ab? Und ich habe gedacht, ich kann jetzt super gut meine Wolke um mich rum einschalten, damit es geil stylisch aussieht. Ja, ein langer gleich, Kampf und Funkeln und so. Ja, super, bei irgendwelchen Pimmelmobs. Nö. Ach nee, jetzt hören wir auf. Das will ich nicht. Das fängt schon wieder an. Gerade die erste Angst abgelegt, dass sie neu auf Start oder was? Das ist ja auch jetzt schlimmer, davor habe ich ja noch mehr Angst. Also, jetzt kommt erstmal dieses tolle Bombardement. Nee! Na klar. Das ist ja fast so schlimm wie der andere Scheiß. Oh, du meine Fresse. Kurz, wo bin ich hier reingeraten? Warum muss ich immer gegen die Fischer kämpfen? Ich verstehe das alles nicht. Ist ja jetzt mal, hast du gedacht, dass ich gesagt habe, dass wir mit denen reden sollen. Wie reden? Ach so! Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Wenn ich mit dir von der Bombe getroffen bin, tot. Warte, da fängt schon an. Wo müssen wir hin? Jo. Können wir dich schon retten? Nein. Warum nicht? Wenn wir erst die Quest annehmen müssen. Ja, tolle Wurst. Macht doch gar keinen Sinn. Sehr gut. Boah, das macht ganz schön Schaden, wenn der davon getroffen wirst. Da will man nicht. Ja, guck mal, meine AP. Ich gar nicht wissen. Guck da, hast du Schaden bekommen. Oh Gott, verdammte. Stirbst du, du Drecksack? Der wollte mir Angst machen, ey. Bomben von oben, unsichtbare von unten. Dann mach lieber die Gegner, ich sammle Leute ein. Okay, sammel mal. Ich hab auch welche. Du machst die Gegner ja auch nicht. Ich versuch's. Aber ja, die tauchen irgendwie immer auf. Wo kommen die alle her? Die haben wir da stehen lassen. Können wir erstmal die abgeben, die wir haben, oder? Ja, ja. Das war ja toll. Geil. Da sind wir alle draufgegangen. Haben sie auch verdient. Guck mal, der wartet hier sogar schon. Am Safe-Punkt. Machen wir so platt machen. So, die Reste Schweine. Zack. Wie er was getroppt hat, ne? Müssen alle sammeln, ne? Ja. Oder eine bestimmte Anzahl oder was? Ne, alle und dann geht's weiter. Ach so. Also, egal, also alle, die sterben. Überleben, meinst du? Ja. Ist ja eigentlich schon geil, ne? Du bist ja so oder so der Held. Wärst du nicht da gewesen, wären sie alle gestorben. Wenn jetzt nur einer überlebt, dann heißt es immer noch, ja, du hast der Held hat einen gerettet. Ohne ihn wären alle tot. Wo kommt ihr denn alle her die ganze Zeit? Die stehen auf dich, ich weiß auch nicht. Weil du wahrscheinlich die ganzen Typen hast. Oh, Gold. Ganz viel Gold. Ja, ja, jeder tut dir erstmal so 10 Flocken hinwerfen. So, so nach dem Motto, du hast mein Leben gerettet, das ist mir 10 Gold wert.
Aber auch nicht mehr. Ja, die haben ja auch nicht.